Sie hat sich also den obersten Stockerlplatz gesichert. Ex-Skistar Elisabeth Liss-Görgel hat gestern Abend die 12. Staffel der Dancing Stars gewonnen und sich im Finale gegen Michael Schottenberg durchgesetzt. Bevor sie mit ihrem Tanzpartner Thomas gleich bei uns im Studio ist, hier noch einmal die besten Bilder vom gestrigen Finale. Liss und Thomas! Liss und Thomas sind die Dancing Stars 2019. Die ehemalige Skirennläuferin Liss Görgel und der Profitänzer Thomas Kramel überzeugen im Finale mit ihrem Grease-Showtanz. Auf dem dritten Platz landen Nicole Wesner und Dimitar Stefanin. Michael Schottenberg und Conny Kreuter wagen sich im Finale an die Rocky Horror Picture Show heran und werden Zweite. Zum Schluss fällt Schottenberg der Siegerin Liss Görgel in die Arme. Tratschen mit Batschen. Und quasi direkt vom Ballroom sind sie jetzt zu uns ins Wien-Heute-Studio gekommen, die beiden frisch gebackenen Dancing Stars. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid, Liss Görgel und Thomas Kramel. Schönen guten Abend. Hallo, grüß euch. Hallo. Hallo. Kurze Nacht war das, nehme ich an, oder? Kann man so sagen. Wann seid ihr heimgekommen? Boah, ich weiß ja gar nicht so genau, aber es ist schon hell geworden. Ne? Wer von euch war denn gestern am Abend eigentlich mehr erleichtert, als ihr eure Namen gehört habt, dass ihr Dancing Stars gewonnen habt? Ich war schon sehr extrem. Bist du schon das sechste Mal dabei gewesen und einmal ganz knapp davor ganz gewesen, genau, ne? Ja. Also warst schon erleichtert. Liss, du hast vor kurzem gesagt, Dancing Stars hat dein Leben verändert oder vieles in deinem Leben verändert. Was denn am meisten? Es waren so viele kleine Schritte, die mich verändert haben. Die Zusammenarbeit mit dem Thomas hat mich auch verändert. Wir sind uns in vielen Dingen sehr ähnlich. Ich habe sehr viele Erkenntnisse auch über mich gewonnen. Zum Beispiel? Wie ich auch funktioniere. Zum Beispiel, sehr hartnäckig, aber es ist auch ganz wichtig, im entscheidenden Moment loszulassen und locker zu werden. Und ich glaube, das haben wir vor allem die letzten Wochen sehr gut geschafft. Nicht zuletzt deshalb, weil wir wirklich alle Termine abgesagt haben und uns nur aufs Trainieren konzentrieren haben können und quasi ein bisschen Luft und Spielraum gehabt haben, um gut zu arbeiten und gut vorbereitet dann in die Sendung gehen zu können. Und mir war ganz wichtig, dass ich das genießen kann, den letzten Abend. Und das Tanzen, voll im Tanzen aufgehen. Und das glaube ich, hat super funktioniert. Sehr schön. Wenn man euch beiden so zuschaut auf der Tanzfläche, hat ja auch die Carina gestern gesagt, es wirkt sehr, sehr intim, also wirklich intim. Hat man da zu Hause eigentlich Erklärungsbedarf? Ist jetzt beide glücklich vergeben? Muss man da was erklären zu Hause? Nein, also in meinem Fall nicht. Das ist, Herrgott, das gehört zum Tanzen irgendwo dazu. Man legt einfach sehr viel Gefühl hinein und aus emotionaler Erfahrung, die man da halt dann hineinprojiziert, die holt man sich halt aus unterschiedlichen Ecken. Und nur auf die Art und Weise, glaube ich, kann man auch was transportieren, was dann beim Zuschauer ankommt. Das ist dann, glaube ich, auch bei jedem Zuschauer dann wieder was anderes. Das muss nicht das Gleiche sein. Aber Herrgott, das ist, ja, wir sind jetzt keine Schauspieler, aber Tänzer sind wir schon. War der Chris eifersüchtig, dein Freund? War er gestern noch dabei im Publikum? Er war immer dabei und hat festgeklatscht bei jeder Vorführung. Aber für einen Mann ist es, glaube ich, schwieriger. Und vor allem, wenn man eben also so gar nicht vom Tanzsport kommt. Und das war schon ein Thema, aber er hat das, glaube ich, ganz, ganz, ganz gut gelöst. Apropos gar nicht vom Tanzen kommen, da sind wir bei Stefan Betzner, der meistdiskutierte Kandidat dieser Staffel, muss man sagen, der ja gesagt hat, am Tag vor seinem Ausscheiden, er fühlt sich gemobbt, auch von den Kollegen. Was sagst du dazu? Ja, das ist ein totaler Blödsinn. Aber mehr gibt es auch nicht dazu zu sagen. Also ich finde, der Stefan hat allgemein seine Profession als Marketing-Manager sehr gut ausgespielt, hat seinen Job perfekt für sich selbst nutzbar gemacht. Nach 12 Wochen geht eine sehr intensive Zeit jetzt für euch zu Ende. Ihr habt euch jeden Tag gesehen, stundenlang miteinander trainiert. Hat man ein bisschen Angst vor der Zeit danach, jetzt wieder ins normale Leben zurückzukehren? Ich bin, glaube ich, schon so, dass ich sage, ich möchte weiter tanzen. In was für einer Form auch immer.
Vielleicht werde ich ab und zu beim Ballsaal vorbeischauen. Bei dir? Ist das auch da oben? Jetzt genießt einmal euren Sieg. Gratulation noch einmal, die Dancing Stars 2019 bei uns heute im Studio. Schön, dass ihr da wart. Danke. Dankeschön. Ja, das Gespräch mit Liz und Thomas haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.